Was geht ab, meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem neuen Video und zu einer neuen Reaction tatsächlich. Es ist nur eine Reaction, keine Bewertung. Zu der Bewertung vom 32, von der 32. Gruppe B, Analyse von Julian, Freunde. Es ist irgendwie komplett kompliziert. Auf jeden Fall schauen wir uns die nächste Analyse an, Freunde. Für alle, die es nicht, noch nicht wissen, ich schaue mir jeden Tag um 18 Uhr das komplette JMC an. Ab jetzt auch die Analysen. Für alle, die denken, oh, ich habe vielleicht was verpasst, ich habe eine Playlist gemacht mit den ganzen JMC-Videos. Die werde ich euch auch mal verlinken. Von daher schaut euch da gerne mal um, falls ihr irgendwie was verpasst haben solltet. Und ja, wir werden jetzt ganz entspannt hier die zweite Bewertung ansehen zu Gruppe B, Freunde. Ich bin gespannt, weil Gruppe B war ja wirklich eine sehr besondere Gruppe. Ich fand sie gar nicht so schlecht. Es waren tatsächlich ein paar gute dabei. Es war jetzt kein Komplettausfall. Nee, also es war wirklich nicht komplett scheiße, aber ja, viele haben ja auch schon mal reingeschrieben, yo, es ist auf jeden Fall die schlechteste Gruppe. Von daher bin ich gespannt, was Julian dazu zu sagen hat. Und ja, ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt einfach mal die Reaction hier zu der Bewertung. Und ich würde sagen, let's go, der Hase, Freunde. Ich bin schon ein bisschen gespannt, was er dazu zu sagen hat, weil da wirklich ein paar besondere Kandidaten dabei waren. Und viele haben auch gesagt, dass der Track von Vitamin B tatsächlich früher Das ist Rap hieß und Julian den einfach in Das ist Wack umbenannt hat. Vielleicht werden wir hier dazu auch noch aufgeklärt in der Analyse. Yo, was geht ab, ihr spermaschluckenden Rosettenapostel der Hurenzönigkeit? Ich bin die übermenschlichste Übermenschlich. Das steht tatsächlich auch so auf meinem Personalausweis drauf, wollte ich nur kurz anmerken. Könnte ich jemals aus einer Fotze rausgeflogen ist mit Engelsflügeln? Und mir ist eine Sache aufgefallen. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nett geworden. Anders kann ich mir nämlich diese respektlose, übertrieben heftig, wacke Gammelscheiße, die diese Woche eingereicht wurde, einfach nicht erklären. Ah. Die Leute, die Angst verloren oder den Respekt. Ich glaube, ich muss mal ein kleines Exempel statuieren. Nice Intro einfach. Aber wisst ihr, Freunde, wisst ihr, welches Intro besser ist als dieses hier? Oh, ich habe das gar nicht drin. Okay, ich wollte jetzt mein Intro aufspielen, aber ich habe das gar nicht in der Szene drin. Never mind. Nö, ich stress mich nicht, halt die Backen einfach still, ihr könnt mir reinreden, wie ihr wollt, ich mache, was ich will. Diese Woche auf dem vierten Platz haben wir Jay Unique und er versucht mit aller Macht, uns in Tiefschlaf zu versetzen. Ich meine, er nimmt zwar das Bauarbeiter-Image, was ich mir für ihn aus meinem Arschloch gezogen habe, damit er keine völlig gesichtslose Nullnummer ist, aber der macht da einfach nichts draus und der Song ist eine absolute Beleidigung. Und zwar keine coole Beleidigung in Form von einer Punchline wie du Huanzone oder sowas, nein, sondern einfach nur... Nö, ist genau das, was ich... Aber auf dem vierten Platz hätte ich ihn nicht gesehen. Ich schätze, auf dem ersten Platz wird Bronic sein. Und auf dem dritten Vitamin D. Kleine Expertise von mir und dann der übrig geblieben ist. Ich weiß gerade nicht, wer es war, aber der ist auf Platz 2 dann. Ich dachte, als ich mir diese langweilige Gammelpisse reinziehen musste, alternative Titel, die auch noch gepasst hätten, wären gewesen Lali Lu, Schlaf, Kindlein, Schlaf und Sandmann. Wo ist Jay Unique der Beste? Im langweilig, uninteressant und scheiße sein. Oh nein, der Arme. Verpiss dich. Das ist Rap und nicht so ein Dreck, den ich immer wieder höre. Es gibt. Dann habe ich schon mal richtig. Vitamin D hätte sein Track eigentlich nicht Das ist Rap nennen sollen, sondern Das ist Wack. Denn der Beat ist wack. Das Video ist übertrieben wack. Das war echt der übel Typ wack. Ist wack. Das Thema ist wack. Alles ist übertrieben wack. Deswegen heißt der Song jetzt Das ist Wack. Ich werde den echt umbenennen, kein Scheiß. Absolut monotoner Gammelmüll. Oh, schön, und ich Alter. Glaube, er streitet sich da gerade mit Jay Unique darum, wer das wackste und langweiligste Stück Scheiße abgegeben hat. Vitamin D ist aber auch echt in so. Absolut nichts der Beste. Oh Gott, Mann. Ist aber echt so, Freunde, muss ich direkt gleich sagen. Vitamin D ist auch in nichts. Wer war das? War das Fortune, Freunde? Alles klar, Sam. Ist das Fortune? Ich weiß es nicht, ich bin dumm. Vitamin D ist auch in nichts der Beste, außer das beschissenste Gammelvideo in der Geschichte der Menschheit abzugeben. Ich meine, der Asiate hatte 2012 ein überragendes Greenscreen-Video. Wie kommt man da 2016 da drauf, 4 Jahre später, so eine Gammelficke abzugeben? Ich krieg Herpes am Schwanz davon. Herpes am Schwanz, an der Eichel krieg ich Herpes. Vitamine sollen doch was Positives sein. Ach, Freunde. Es ist einfach schön, es ist einfach schön, es ist einfach echt, es ist eine Befriedigung für mein ganzes Leben. Ich muss mir echt mehr von Julian geben. Ich hoffe auch, dass irgendwie mal wieder solche Analysen kommen, vielleicht, fürs JBB, falls es irgendwann überhaupt weitergeht, ich weiß es nicht. Es ist aber echt einfach schön wieder, ich weiß es nicht. Das ist der Humor, so wie ich in Erinnerung hatte. Ich habe ja, wie gesagt, früher oft diese Seelsorgen und Bibelstunden von ihm geguckt und das sind so die Sachen, die ich damals auch gefeiert habe. Nein, wieso kriege ich Herpes am Schwanz von der Scheiße? Kann man das mal bitte irgendjemand erklären? Mann, ich will dieses Leben. Frau, Traum, Jordan, Bates, genau, Rolex. Ich habe tatsächlich die Reihenfolge nach... Na gut, der erste war vorgegeben. Ich habe die Reihenfolge gut entschlüsselt, Freunde. Kleiner Schlüsselmeister. Rolex war der einzige, den ich mir diese Woche geben konnte. Flow, Beat, Technik, Punchlines. Sogar seine krassen Adlibs haben mich übertrieben entertained. Dieses Ui, oh, was er da alles macht.
Das ist auf jeden Fall pures Entertainment. Rolex hat den besten Humor, er entertaint einfach übertrieben krass. Oh, wenn es den nicht gegeben hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht diese Woche. Okay, vom Video habe ich tatsächlich... Okay, wahrscheinlich war Bronick doch nicht auf Platz 1. Ich schätze, die Reihenfolge hat er den einfach so gemacht. Egal, Freunde, ist auch völlig egal. Ich möchte gar nicht, ich bin gar nicht anwesend, Freunde. Ich bin bisschen AIDS bekommen, aber da könnte er vielleicht beim nächsten Mal nochmal dran arbeiten. Wo waren Bronick die Besten? Video und Titten. Na, herzlichen Glückwunsch. Ah doch, es war doch die richtige Reihenfolge, okay. Ah, nee, doch nicht. Ja. Um 1 Euro, Freunde, um 1 Euro, okay. Achso, und ich habe auch mitbekommen, sie bekommen das wirklich alles ausgezahlt und bekommen dann, je nachdem, wo sie der Beste waren, ich glaube, nochmal 10% Zuschlag. Ich glaube, das war so. Krass. Ah, doch, sie waren... Och, Freunde, ich habe sie... Okay, am liebsten würde ich mich jetzt gerade selbst umbringen. Ich habe gerade die Liste falsch gelesen. Okay, Bronick war aus Gruppe B, tatsächlich waren die Besten. Bronick ist ein Duo anscheinend, waren die Besten. Und haben nochmal wegen dem Tittenbonus, der hat nochmal extra raufgeschlagen, Freunde, man kennt es, logischerweise, hätte ich auch nicht anders so gemacht, nochmal ein Fuffi mehr raufbekommen, okay. Also bis jetzt die Besten sind tatsächlich Punch, Bronick, Rolex und das K-Element, okay. Gut, kann ich bis jetzt so nachvollziehen. Achso, und hier sieht man auch direkt, wer nicht am 16. ist. Okay, das ist gut gemacht, das gefällt mir gut. Geht ein Handshake raus an Julian. Ja, was soll ich sagen? Diese Gruppe war übertrieben scheiße gammelig und ich habe mich dafür geschämt, dass ich das hochladen musste. Aber es gibt Grund zum Frohlocken. Denn die nächste Vierergruppe wird geil. Man kann das sich stimmt. In der nächsten Vierergruppe tatsächlich jedes einzelne Video geben, ohne einzuschlafen. Krass, oder? Oh ja, Jay Jiggy, Freunde. Pinschmidt hat sich mit Jay Jiggy zusammengetan und hat einfach mal das heftigste Überbrett in der Geschichte der Menschheit abgegeben. Richtig geil, nur so krasse, überheftige Steigung. Nur als ich seine Qualifikation gesehen habe, dachte ich... Oh mein Gott, ein 140 Jahre altes Fossil in Weiberklamotten? Was für eine gammelige Schwuchtel. Aber jetzt hat er es gerissen, Alter. Ich hätte nie gedacht, dass er irgendwas abgeben könnte, was ich nicht scheiße finde. Aber er hat es geschafft. Das ist schon krass. Ich bin beeindruckt. Und sowas von Julian zu hören, finde ich, ist schon krass irgendwie. Weil man das halt von ihm sonst nicht so kennt. Also ich zumindest nicht. Vielleicht hat er sich jetzt auch in den 2 Jahren, wo ich ihn nicht geguckt habe, krass gewandelt. Aber ich bin gespannt, was er zu Perplex jetzt schon mal sagt. Und auch auf die nächste Analyse an sich. Weil ich ja mit Perplex ein paar Probleme hatte, weil ich was Besseres erwartet hatte irgendwie. Vielleicht lag es auch nur an mir. Perplex bringt Punchlines und Battle Rap auf einem übertrieben heftigen Beat und er ist einfach die beste Version seiner selbst. Also wer Perplex feiert, der wird das übertrieben feiern. Und wer ihn nicht feiert... Der ist ein Hurensohn. Ganz einfache Geschichte. Okay. Na gut, dann hatte ich ihn wahrscheinlich anders in Erinnerung. Da hat mir vorher nur eine Sache gegeben. Okay. Jetzt schon mal so ein kleines Statement zu Fucking. Das wird echt interessant. Der kleine Pisser Fucking hat sich einfach mal um das 1000-fache gesteigert. Ich meine, das ist so ein kleiner Pisser, das Sperma, was sich just in diesem Moment in meinem Hodensack befindet, wird vor ihm Abitur haben. Aber er entertaint. Okay, der rappt immer noch wie eine absolute Mülltonne. Aber er ist mega selbstironisch. Man kann sich das auf jeden Fall geben, Alter. Ist exakt so. Oh ja, Drop, Freunde. Das Highlight dieser Woche ist aber natürlich Drop Dynamic. Nach der Quali dachte ich, das wird sowas von ein One-Hit-Wonder. Wie will er da jemals wieder rankommen? Aber er hat es geschafft. Er hat es nicht nur geschafft, er hat es getoppt. Absolut übertriebenes Entertainment musikalisch. Die fette Dampfwalze rollt einfach alles platt. Was soll ich euch sagen, Leute? Diese Woche gespannt auf die nächste Analyse. Ist genau das Gegenteil von der letzten Woche. Und das ist auch gut so. Dieses Shirt bekommt ihr beim Merch Store. Link in der Beschreibung. Beste Qualität aus 100%. Nö. Hätte er jetzt gesagt, keine Ahnung, Schamhaaren meiner Mom oder so, hätte ich sie mir direkt bestellt. Aber so kriegt er keinen Klick von mir, ne? Ist das die richtige Ansicht? Das ist auf jeden Fall nicht die richtige Ansicht. Das ist die komplett falsche Ansicht. Okay, Freunde. Ja, ich kann nicht mehr viel mehr zu sagen, Freunde. Ich kann Ihnen eigentlich nur zustimmen. Wobei ich, ja, ich fand Vitamin G gar nicht so schlecht, Freunde. No hate. Nee, das Video war echt schlecht und er war auf jeden Fall... Fand ich sogar noch schlechter als der Bauarbeiter. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Jay Unique. Aber, ja, kann ich so unterschreiben eigentlich. Kann ich so unterschreiben, Leute. Ich bin echt gespannt auf die nächste Analyse zu der Gruppe. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich bin ich schon gespannt, was er zu Fucking zu sagen hat zum Beispiel. Er hat es ja eben schon angeteased, aber trotzdem, ich freue mich einfach drauf, Freunde. Sehr, sehr gute Idee, dass wir uns die Analysen ansehen. Und, ja, wir werden uns also übermorgen... die nächste Analyse ansehen und morgen gibt es dann erstmal aus Gruppe D den letzten und ja, eigentlich kann ich mir viel mehr sagen von, schaut jeden Tag vorbei um 12 und um 18 Uhr und ja, ich will dieses Video noch auf 10 Minuten strecken. Nein, möchte ich nicht, Freunde. Wir gehen jetzt zum Outro und ich werde vor 10 Minuten stoppen.